In dem heutigen Video wird es unerwartet explosiv. Alles, was ich dazu benötige, sind diese kleinen Kondensatoren und ein Netzgerät. Für alle Versuche gilt wie immer, Sicherheitsvorkehrungen treffen. Das bedeutet bei diesem Versuch, eine Schutzbrille und einen Gehörschutz zu tragen. Ich rate aber dringend davon ab, diesen Versuch selbst durchzuführen, da das Video nur zur Demonstration dient. Kondensatoren sind nämlich relativ empfindliche Bauteile, die seitlich neben der Kapazität immer auch die maximal zulässige Spannung angegeben haben. Diese Bauteile haben die Eigenschaft, in einem Gleichstromkreislauf elektrische Ladung zu speichern. Man findet sie eigentlich in so gut wie jedem technischen Gerät. Und diese maximal zulässige Spannung sollte, wenn sie schon auf dem Kondensator aufgedruckt ist, eigentlich niemals überschritten werden. Denn was in so einem Fall passiert, das zeige ich jetzt. Mit viel Abstand zu anderen Objekten schließe ich einen Kondensator an Krokodilklemmen an, die mit meinem Netzgerät noch nicht verbunden sind. 10 Volt sind zulässig, also stelle ich das Gerät schon mal auf 30 Volt ein. Der Schalter bleibt aber auf Aus. Dann wird das Netzgerät mit den Klemmen verbunden, die Highspeed-Kamera der Firma Microtron wird scharf gestellt und der Schalter wird umgelegt. Die Reaktion ist für das menschliche Auge viel zu schnell, aber der Knall ist deutlich zu hören. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal mit 1000 Bildern pro Sekunde an. Man sieht, wie sich der Kondensator langsam aufbläht und dann der Zylinder wegkatapultiert wird und weißer Rauch entsteht. Und dann entstehen auch noch Blitze. Und genau diese Blitze sind die Ursache der Explosion. Die Elektroden, also die leitfähigen Flächen eines Kondensators, berühren sich nicht, sonst würde ein Kurzschluss entstehen. In dem Kondensator ist aber noch eine Flüssigkeit, die die Kapazität im Vergleich zu nur mit Luft befüllten Kondensatoren gleicher Bauart erhöht. Da diese Teile aber sehr kompakt gebaut sind, man sieht ja, wie winzig sie eigentlich sind, bedeutet eine zu hohe Spannung, dass ein Funke überschlagen kann und einen Kurzschluss auslösen kann. Dieser Funke, der so lange existiert, wie die Spannung angelegt ist, erhöht die Temperatur, die Flüssigkeit verdampft und der Druck in dem luftdicht verpackten Gehäuse steigt an, bis der Boden platzt und der Dampf aus dem Zylinder schießt. Manchmal platzt auch einfach nur der Zylinder. Und die Teile fliegen, wie man hier mit 3000 Bildern pro Sekunde sieht, unkontrolliert weg. Und was passiert, wenn man 30 Stück davon parallel schaltet und auch hier die Spannung zu hoch wählt? Probieren wir es einfach mal aus. Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen und los geht's. Es platzen nicht alle. Das liegt leider daran, dass manche Kontakte der Kondensatoren schmelzen und somit einen dauerhaften Kurzschluss verursachen. Hättet ihr gewusst, dass das die Reaktion von Kondensatoren auf zu hohe Spannung ist? Schreibt mir dazu einfach einen Kommentar.